Ey, yo, liebe Community, was geht? Hier ist der Hesse und der will jetzt auch nicht mal was auf die Fresse. Ja, wie man hier schon ganz deutlich sieht und nochmal für die Intelligenten unter euch. Wir spielen heute Need for Speed Rivals am 21.11. Ist heute frisch rausgekommen. Gleich nur einen GameStop gerobt, auf die Ladentheke eliminiert und mitgenommen. In die PS3 reingeschleudert und gleich mal on gemacht. So, Spieldaten sind schon aktualisiert. Ja, bla bla, komm, geh mir jetzt nicht auf den Sack jetzt hier. Wir spielen! Boah, komm, das hatten wir doch gerade eben schon. Ich glaube. Ja, das Ladezeichen. Yo! Need for Speed Rivals. So, und wie ich der gute alte Need for Speed mal kenne, kommt jetzt gleich so ein Intro-Video. Und sollte das der Fall sein, melde ich mich dann danach wieder. Und ja. Bis gleich. Wir sind ungebunden. Frei. Ohne Fesseln. Wir überschreiten Grenzen in den stärksten Wagen, für die wir nichts bezahlen. Wir fahren, wohin wir wollen, wann wir wollen. Und wie schnell wir wollen. Du nennst uns Gangster. Aber tief im Inneren brauchst du uns. Wir sind das Gesetz. Man kann den Teufel nicht mit Engeln fangen. Das ist richtig. Ich bin nicht wie du. Ich bin das Leben, das du fürchtest. Du schläfst. Ich bin wach. Ich bin die Reality Show. Der Hauptdarsteller. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Du willst wissen, warum ich das tue? Ich will wissen, warum du nicht. Wir sind das Ende deiner Freiheit. Ich werde flüchten. Wir sind der Schatten, den du nicht loswirst. Ich werde niemals anhalten. Wir werden dich jagen. Ihr werdet mich nicht Wir werden nicht Ihr werdet mich berühmt. Wir werden euch zerstören. Ihr seid unsere Feinde. Wir haben euch im Visier. Du bist mein Rivale. Ja, toll. So, ein paar Sachen zu dem Intro. Eigentlich zwei, drei. Erstens, das Intro ist hammer, mega, übergeiler Shit. Richtig gut gemacht mit dem Stimmenüberlagerung. Zweitens, verstehe ich das jetzt, es ist so eine Art Beyond Two Souls, dass wir einfach ein Typ sind, der sich entscheidet, sind wir jetzt gut, sind wir jetzt böse, pickt man jetzt den Arsch. Das ist so wie die Schweiz. Die ist immer schon gesagt, ich hab damit nichts zu tun, ich warte auf dich drauf. Und dann endlich mal wieder seit. Willkommen bei Need for Speed Rivals. Lass lieber ausreden! County loslassen, erklären wir einige Grundlagen. Wähle Cop oder Racer, um das Training zu starten. Ja, also man sieht dann hier auch jetzt sehr schön ein Ferrari. Gab es, glaube ich, seit 4-5 Jahren in keinem Need for Speed mehr. Weiß nicht wieso, vielleicht. 20 Ferrari. Ich bin jetzt einfach mal leise und freue mich, dass ich wieder in Ferrari gehe. So, wir fangen an als Cop. Willkommen im Redview County Police Department. Hallo! Das hier ist einer der mobilen RCPD-Kommandoposten, oh, cool, die es überall im County gibt. Juhu! Hier beginnt außerdem dein Training. Ja, aber du. Lass mal anfangen. So, bitte schön, sag mir mal, welchen Wagen ich hier fahre. Das ist deine heutige Aufgabe. Wenn dein Training beendet ist, kannst du aus einer ständig wechselnden Liste von Aufgaben wählen. Warte, ich kann die Aufgaben noch nicht mal lesen. Im Kommandoposten bereitstehen. Ja, Mama. Im Kommandoposten kannst du deine Wagen und Technologien wählen und dein Nummernschild personalisieren. Boah, cool. Wähle deine Einheit, dann gehen wir auf Streife. Boah, geil. Ja. Kopfsirene. Juhu, ja, Gasbremsen. Klar, Verfolgung, Text. Ja. Ja, das ist genau dasselbe wie in Hot Pursuit, das finde ich gut. Das ist deine RCPD-Karte von Redview County. Hier siehst du andere Cops,
kannst Racer tracken und sie... Racer tracken? Ja, lass mal so Racer tracken. Der Startpunkt für deinen Streifeneinsatz. Boah, die Karte ist... Wenn du dein Training abgeschlossen schon hast, groß. Kannst du zu jedem Kommandoposten wechseln. Also die ist schon... Die ist schon groß, die Karte. Also habe ich jetzt... Jedes Einsatzfahrzeug gibt es in drei Varianten, die sich in ihrem Stil unterscheiden. Hm? Streife, Enforcer und Undercover. Welches Fahrzeug du bekommst, hängt von der Art der absolvierten Aufgabe ab. Ja, okay, Undercover, das heißt, ich muss Penis einfach. Was will ich denn da? Ja, irgendwie ist der so irgendwie geil bitchig, ne? Ah, der ist so Enforcer, der ist irgendwie so stark. Ich will aber eigentlich die hier. Komm, nimm mal die. Verfolgungstechnik. Als Mitglied des RCPD kannst du Speedpoints für Upgrades cool. und Verfolgungstechnologien ausgeben. Elektrisches Feld, EMP, Schock, Schockramme, okay. Nagelband, ja, Nagelband nehmen wir immer mal gerne. Oh. Egal, ich würde jetzt sagen, das passt jetzt nur mal schön, machen wir jetzt mal nicht. Wir verlassen jetzt einfach mal die Garage. Wir starten. GPS-Routen werden auf der Karte und der Minikarte grün hervorgehoben. Wieso nicht gelb? Gelb wäre immer Standard. Gelb fand ich gut. Grün ist so doof. Nutze Easy Drive, um dein zuletzt gespieltes Event schnell neu zu starten. Ja. Deine erste Streife beginnt. Juhu. Rechts wird deine heutige Aufgabe angezeigt. Ja. Erfülle die darin enthaltenen Ziele, um dein Training abzuschließen. Okay. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links auf dem Bildschirm Easy Drive auswählst. Aha. Das ist eigentlich so eine Mischung der Steuerung von... Bremsengas, Bremsengas, Bremsengas. Okay, der Sound ist ja mal Hammer. Um ein Event zu starten, fahre zur Startposition und drücke die Taste. Dein Ziel im Schnelleinsatz ist, die RCPD-Route möglichst schnell und sauber zu fahren. Das habe ich damals schon bei Hot Pursuit immer gehasst, hey. Wo ist mein Nico? Ich sehe nicht, wo mein Nico ist. Ah, da, okay. Da neben der KMH. Okay. Aber das finde ich schon mal besser als in Hot Pursuit, weil in Hot Pursuit da gab es... Wow, das war... Da gab es dann immer noch so ewig Ladesequenzen und die gibt es dann halt hier nicht. Ja, aber das Fahrverhalten ist doch schon anders. Ah! Guck mal, wie lange dauert denn das noch? Felix. Oida, Mann. Die Fahrfall ist komplett anders als in jedem anderen Need for Speed Hot Pursuit, was kein Racing Simulator ist. Das ist ja brutal. Racer können jederzeit deinen Weg kreuzen. Um eine Verfolgung zu starten, drücke die Taste. Dein Licht geht an und der Einsatz beginnt. Berührst du einen Racer oder er dich, beginnt die Verfolgung ebenfalls. Ah, okay. Ja, das ist dann genauso wie im Most Wanted, wenn du den Kopf berührst. Um einen Racer zu verfolgen, verfolge ihn und habe ihn, dieser crasht. Bam! Sobald sie verfügbar ist, stirb! Stirb! Komm schon, stirb! Jawoll! Jawoll! So, aber wir... Oh, du Mutter, ey. Da wollte der mich voll verarschen, ey, aber nix da. Du mich auch, mein Bro. Komm her, komm her. Jawoll! Oh, stirb doch, Mann! Erwischst du einen Street Racer, erhöhst du seine Speedpoints. Je höher seine Fahndungsstufe, desto mehr Speedpoints gibt es. Nutze diese Speedpoints, um im Kommandoposten neue oder verbesserte Verfolgungstechnologie zu bekommen. Glückwunsch, du hast deine Aufgabe abgeschlossen. Zeit zum Kommandoposten. Bin noch nicht fertig. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Kommandoposten, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen. Okay, ja, die werden wir dann irgendwann bald auch auswendig können. Was? Cool. Cool. Cool.
Offline? Ja, hab ich gesehen. Wir haben doch nicht mal einen verfolgt, die Spacken, ey. Dumm. Ja, aber ich. Das lässt sich eigentlich bis jetzt ganz gut spielen. Und wir haben ja auch zum Glück jetzt nicht so ein untermotorisiertes Auto wie es bei Hot Wheels. Ja, und das. Oh, ist das schlecht. Oh mein Gott, das glaube ich jetzt nicht. Kinder, bitte, das war jetzt nicht euer Moment. Warte mal, wo ist unser nächster Gegenverkehr? Weil das kann ja jetzt nicht so ernst sein. Achso, ist schon tot. Ha, was ein Lappen. Voll Post. Ich erfinde uns zu gucken, ob die sich Crash auf dem Rücken. Okay, da crasht sich jetzt halt mal gar nichts mehr. Was ist das laut, ey? Ich bin wieder in meine Sterne. Ja, na klar, wenn du mit 300 dich auf einmal überschlägst, alles wieder normal. Ah, deswegen wurde vorher mein Wagen repariert, weil ich im Werkstatt war, okay. Also auch hier selbes Prinzip wie im Montel, der sich im Werkstatt, zack, ist wieder alles repariert. Auch gut. Das hat mich im Hauptgefühl manchmal genervt, aber da finde ich dann halt ist auch irgendwie ist dann halt auch irgendwie das Reizlevel so, weil wenn du dich dann immer wieder reparieren kannst und nicht down gehen kannst, ist halt naja, schon irgendwie blöd, aber warten wir erstmal ab, bis das Ding gut kommt in unserem Herzen. Ja, genau. So, dann warte mal kurz. So, da bin ich wieder und wir sehen, wir haben einen neuen Wagen. Ja, da wollen wir nochmal sehen, was das ist. Neuer Wagen. Dodge Viper ist jetzt die Sache. Okay, Dodge Charger. Das hätte auch schon heftig gewesen, wenn wir jetzt schon einen Viper gehabt hätten. Aber mit dem Charger lässt sich arbeiten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Undercover-Fahrzeug. Also, da noch viel Bling-Bling drumherum. Training beendet. Willkommen im RCTV. Hallo. Wechsle zu einem Racer und lerne den Rivalen kennen. Aber das finde ich gut, weil das habe. Es ist wichtig zu wissen, wie deine Rivalen denken. Spiele jetzt das Racer-Training. Das finde ich gut, weil normal heißt es ja Red View County Police Department, also Abkürzung RUCPD. Und das finde ich kacke. Das ist eins deiner Verstecke. Du findest sie in ganz Red View County. Sie sind der einzige Ort, an dem du vor den Cops sicher bist. Hier findest du alles, was du brauchst, um es mit deinen Rivalen aufzunehmen. Ist ja nicht besser, dass sie das jetzt RCPD, also dass sie RCPD sagen, nicht RUCPD. Das ist deine Speedlist, das Zentrum deiner Rivalität. Hier kannst du aus ständig wechselnden Zielen, die deinem Fahrstil entsprechen, wählen. Da du gerade erst anfängst, ist die Auswahl noch etwas begrenzt. Wenn du das Training abgeschlossen hast, kannst du aus mehreren Speedlists wählen und so den Spielverlauf selbst bestimmen. Kann ich hier auch mal anfangen? Dein Versteck ist gleichzeitig auch Garage und Werkstatt. Ja. Wähle Wagen, Verfolgungstechnologien, ja. Personalisierungsoptionen und Leistungsabgaben. Genau. Sieh dich in Ruhe um. Danach geht's auf die Straße. Ja, Bitch, ist okay. Hier befinden sich Boah, deine Wagen. Alter, was gibt's denn so? Weitere Wagen sind verfügbar, wenn du Aston Martin Vanquish, Maserati, GPN, BMW M3 von Mustang, Chevrolet Corvette Stingray, Benz Black Series, GT3, R8 Coupé V10, Ferrari 4.5. Lamborghini Gallardo, McLaren SC12 Spider, Ford GT, der alte, Ferrari 590 GTO, Porsche 911 Spider, F12 Aventador, oh mein Gott, oh mein Gott, der Enzo, oh mein Gott, McLaren MP1, richtig geil, Mann, wie ist der Autos da, Mann, das ist brutal. Wobei ich das bei Hauptpursuit fand ich die Auswahl irgendwie ein bisschen höher. Hier kannst du deine Wagen personalisieren. Gestalte deine Fahrzeuge mit verschiedenen Mitteln. Farben, Felgen, Designs. Ah ja. Erstmal Garage. Das ist deine Karte von Red View County. Hier siehst du andere Fahrer und offene Events und kannst deinen Startpunkt auswählen. Ja. Fürs Erste starten wir einfach. Komm, genau.
Boah, immer diese ewig langen Prologe, da kriege ich das Kotzen. Immer ja, also für die ganz Intelligenten unter uns, R2 ist Gas, L2 ist Bremse. Erfülle die Ziele, um dein Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links im Bildschirm Easy Drive auswählst. Ja, genau. Los geht's. Komm, lass mal fahren jetzt hier. 3, 2, 1. Um ein Rennen zu starten, fahre einfach zum Startpunkt und drücke die Taste. Du kannst ein Event jederzeit starten, sogar wenn du von den Cops verfolgt wirst. Achte nur darauf, langsam zu fahren, um nicht am Start vorbeizurasen. Du kannst auch Kopf-an-Kopf-Rennen starten, indem du an einen anderen Fahrer heranfährst und dieselbe Taste drückst. Ah, okay, das war nicht Kopf-an-Kopf. Was ist die Bitch, dass du mir gemeint hast? Ich finde ja zum Beispiel schon hier so ein Zeichen, man muss hier wieder üben. Ja, richtig, hier bei irgendwie weit weg. Ich finde es wahrscheinlich eher auf so einem einfachen Spielchen. Ja? Der Porsche ist ja auf jeden Fall schon mal viel besser, um die Kurven zu erfüllen. Fällt dir mit guten Augen klar? Ah, ich auch, wobei du das... ja, ich hab schon mal viel aus. Ah, ich bin schon wieder übergefallen. Hi! Hallo Raptor. Ah, Nico ist dann auch gleich wieder offen. Offen. Voll, nein. Holla. Soll ich drei Racer töten, Mann? Das geht doch gar nicht. Oh. Das ist Kopfsteinpflaster. Auf das ist gerade kam mit der Kopfsteinpflaster. Und dann... Ich stoße den Fahr. Vibriert dann auch so richtig. Das heißt, der Controller vibriert dann auch. Das ist immer geil. Oh toll, und da ist ja das erste Rennen schon verkackt, weil ich nicht so geil. Dein erstes Ziel erfüllt. Für jedes Ziel bekommst du Speedpoints und erhöhst den Multiplikator oben auf dem Bildschirm. Deine Fahndungsstufe steigt ebenfalls. Je höher sie ist, desto stärker versuchen die Cops, dich zu stoppen. Das würde euch stoppen. Die Cops haben dich gefunden. Nicht sie weg. Cops jagen dich und versuchen dich mit allen Mitteln zu stoppen. Erwischen sie dich, verlierst du deine Speedpoints und den Multiplikator. Boah. Fahre schnell und nutze die Minikarte links unten auf dem Bildschirm, um die Cops abzuhängen und zu entkommen. Ich verliere alle meine Speedpoints. Boah, das... An alle was? Ich kann... Boah, wie ausgezählt. Wollte mich jetzt voll verarschen, aber ich ja gar nicht. Ich schieße einfach nicht ab. Ich schaff. Ja, mein Aufklärung machen wir einen Down. Die Fluchtanzeige unten auf dem Bildschirm zeigt deinen Fortschritt an. Holt der Cop während dieser Zeit auf, geht die Verfolgung weiter. Wo ist er denn überhaupt? Bitte melden, ob Sichtkontakt vorhanden. Over. Ich verstehe mich ja gar nicht. Der Lauf. In der freien Fahrt kannst du gegen jeden in Refuge County antreten. Fahre hinter sie oder warte auf eine Herausforderung. Drücke dann die Taste zum Starten. Was soll machen? Weil man ist ja immer nur hier im oberen Platz. Einer von diesen 70 Stunden kriegt hier so eine Endlosaufgabe. Ah, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich hier so schlecht von diesem Spiel hier bin. Weil es sogar relativ gut ist.
es gab ein kleines Problem mit meiner PS3-Festplatte. Die hat sich da mal so an einem Abend, als ich mal zocken wollte, gesagt, nö, den Spaß, den lasse ich jetzt nicht mehr spielen. Und hat dann einfach die Liebe gemacht, wollte dann einfach wieder spielen lassen. Das heißt, ich muss eine neue Festplatte einbauen und für meine alten Abonnenten, die werden jetzt blöderweise nicht mehr mitkommen, die Verschied Most Wanted wird nicht fortgesetzt. Das Let's Play ist vorbei. Und ich habe jetzt auch keine Lust, das jetzt wieder von Anfang an durchzusuchen. Weil ganz ehrlich, das nochmal alles gut zu machen, ey, das will ich meinen Nerven einfach nicht anfühlen. Ich hätte eh einfach noch diese drei Rennen gefahren, hätte ich gewonnen und am Ende wäre gekommen, ja, du bist jetzt der Most Wanted von was in der Filmstation wieder noch umgekündigt. Keine Ahnung, im Fall. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ja, mein Gott, Racer zum Raus. Finden du dich doch, Mann. Egal, auf jeden Fall wird dieses Most Wanted Let's Play nicht weiterhin fortgesetzt. Und ja. Mann, ey, immer wenn ich so einen Racer finde, dann ist es vielleicht wieder. Da. Was denn, Mann? Ich hätte ja gar keine Zeit zum Akzeptieren. Ich habe nur das letzte und so ein Video gebraucht, Mann. Ich muss mir dieses Video zum Rennen anschauen. Guck mal, bleib jetzt verstehen. Das ist schon wieder ein Schwachpunkt vom Spiel. Das ist zum Beispiel jetzt wieder richtig dumm, ey. Fahrzeugschaden kritisch. Hallo, hallo. Ja, hä? Ach, da lang! Aber es geht dann gleich links, oder was? Okay. Wenn man die drückt, ey, dann muss man sofort gegen werden, weil sonst hast du keine Chance. Sonst eliminiert sich gleich gegen die Wand. Dein Ernst? Ja, das ist total. Das war die Wand. Das ist meine Geschenk. Tala! Toll, das ist auch nicht lang. Scheiße, Mann, ey, der Wuchs ist total zu spät. So läuft das hier nicht. Oh Mann, ich fahre jetzt nicht sofort. Ich muss jetzt immer anfangen. Stop, hier! Oh, endlich, Mann. Glückwunsch, du hast die Speedlist absolviert. Fahre zurück zum Versteck und die Speedpoints. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Versteck habe ich mir gleich mal gemerkt. Events oder anderen Spielern zu planen. Meine Fresse, ey, das geht mir aber schon wieder derbe auf die Nieren hier. Das ist die nächste und dritte Strecke. Ja, ja, komm, das wird. Persönlich jetzt nicht mehr. Oh, wie ist
bei dir an, Helge. Der interessiert mich jetzt nicht so. Die Durchschnittsgeschwindigkeit interessiert mich jetzt nicht so. Punkt. Meine Fresse. Ist dann einfach so. Das Racer-Training ist beendet. Du kannst nun nach Redview County springen. Portal. Dein Training ist beendet. Wähle eine Seite und nimm den Kampf gegen deine Rivalen auf. Okay. Ja, ich würde jetzt gerne erstmal als Cop weiterspielen. Alle vier Reifen mit einem Nagelband-System sind das perfekte Nagelband hier. Okay. Ja, die Frage, wie man sich jetzt mit zwei, was ist da jetzt los? Ja, komm, melden wir uns jetzt einfach mal an. Aber da brauchen wir wahrscheinlich wieder die neue Version. Ach, ganz ehrlich, komm einfach mal YOLO jetzt hier. Schalte als Kopf deine Sirene ein und jederzeit eine Racer einfach so. Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt mit irgendjemandem in Kontakt komme und einfach meine Sirene anmache, dann... Okay, jetzt ist es gleich, finde ich nice. Ich gehe weiter, nachdem die Kopfkarriere beendet ist, um alle Fahrzeugvarianten. Ja, gut, okay, das ist dann jetzt wieder für die Perfektionisten unter euch. Mehr schenken kannst du deine Wagen reparieren, Verfolgungstech. Verfolgungstech-Kriminellen, okay. Heißt, wie soll ich mein Nagel mal reparieren, soll ich einen Platzer drauf kriegen? Ja, das wird schon wieder. Da ist dir nur ein Nagel eingefangen. Ja, was? Kapitel 1. Erster Einsatz. Ah, Schiffe. Nur zwei Kategorien von Menschen fahren so schnell. Korps und Kriminelle. Oft werden wir beschuldigt, unnötig Gewalt anzuwenden, weil ab und zu einer in der Mauer landet. Aber ein fairer Kampf kümmert uns nicht. Wenn wir das Licht einschalten, müssen wir gewinnen. Sonst glauben die Leute, wir können sie nicht schützen. Im Endeffekt sorgt Angst für Respekt. Das ist eine gute Einstellung, mein Freund. Wer die undankbare Masse gefährdet, die wir beschützen, auf den gehen wir los. Mit allem, was wir haben. Hier fängt es an. Wow! Einsatzbereit! Hier fängt es an. Einsatzbereit! Jetzt! Hier fängt es an. Ja. Wagenauswahl. Oh, cool. Ja, lass doch mal den Charger nehmen, weil den finde ich irgendwie geiler. Und außerdem ist es ein Amerikaner, deswegen finde ich ihn schon mal aus Prinzip geiler. Oh, was weiß ich, Drive. All Drive erlaubt dir, deinen Freunden und anderen Spielern jederzeit und nahtlos miteinander zu fahren. Um andere Spieler zu finden, sieh auf der Karte nach oder suche auf der Straße nach ihnen. Manche sind Cops, andere Racer. So, ja. Autolock ist eine ganz, ganz tolle Sache. Beim All Drive mit anderen Spielern erhältst du mehr Speed Points. Events können auch zusammengespielt werden. Eine neue Art des Spiels. Hilf deinen Freunden oder behindere sie in Kopfaufgaben oder Racer-Spiels. Ja, richtig toll. Können wir dann jetzt mal... Du kannst auch mit Freunden im Need for Speed Network interagieren. Lade es jetzt herunter, um dich über Overwatch mit Freunden zu vergleichen und gegen sie anzutreten. Ja, Torrent, ja. Das nächste Versteck oder der nächste Kommandopost wird an der Seite deiner Minikarte angezeigt. Ja, super, können wir jetzt irgendwie mal spielen. Das ist irgendwie bei jedem Need for Speed, das werden wir auch nie rauskriegen. Oh. Okay, geht doch relativ schnell. Wow, was schon los? Ja, ah, der Fahrer.
sehen kannst, aber richtig. Ich hab schon gedacht, dass da mitten ist kaputt 20, ja, 20.000 Touren. Nee, das ist aber 20.000 Touren von genau 20.000. Das ist die Anzahl des Ganges. Weiß nicht, das ist ja klar. Mit dem Dodge in den echten Marken ankommt. Nein, es ist der F-Button von Maserati und es ist gerade anders. Fällige weiter! Kriegt der überhaupt nicht down, Mann. Relativ gering, sondern der ist doch schon annehmbar. Ich attackiere das Ziel. Och, ernsthaft, Junge. Zentrale, habe Verdächtigen im Blick. Der hat mich verfolgt. Scheiße, Mann. Oh, wie ich da jetzt wieder dran bin. Naja, gut, okay, der ist nicht so sozial gewartet. Hä? Gut gemacht. Oh, das ist ein Russia BQ. Was will der hier? Meine Linie. Okay, wir machen gerade irgendwie gar nicht das, was sie überhaupt machen sollen. Pass auf, mir dann wieder fassen in der Hand und fahren wir nicht erzählen. Welcher Zerstörer ist denn nicht auf dem Rad jetzt? Mal, der macht hier irgendwie auch noch was. Ja, Gasbremse gleichzeitig, wenn ich rückwärts fahren will. Oh, war das wieder intelligent. Nee, nicht Bremse. So lange nicht. Das finde ich ja auch besser, als wenn auf den richtigen Straßen sind viel verzweigter. Das war jetzt gut.
eigentlich egal. Anhaltender Einsatz gefährdet die Öffentlichkeit. Racer schnellstmöglich verhaften. Auf Control, steige aus Verfolgung der Verdächtigen aus. Genau. Zentrale haben 1044 gestoppt und verhaftet. Verdächtiger gefasst. Zielfahrzeug ist im System. Verfolgung des verdächtigen Radars nicht erfolgreich. Ach, komm mal, wie ist das? Besser als ich hoffe, dass das selbst wenn du zu dem anderen überhinkst, dass man so knackig fluffig schnell mitten auf der Straße in andere. Macht man denn irgendwie einfach deine Probleme einfach. Mehrere 10er und 40er sind an mir vorbei. Hier läuft ein Straßenrennen. Brauche Hilfe. Zentrale, habe ich ein Straßenrennen auf Eastwood Drive. Bitte Verstärkung, um dem ein Ende zu machen. Verfolgung mehrerer 1044 auf Eastwood Drive. Fordere Unterstützung aller Einheiten im Gebiet an. Zentrale, ich muss einen weiteren Racer melden. Wow. Haben wir noch freie Einheiten im Gebiet? Zentrale hat den Code 3 verdächtigen in Sicht. Schließe mich Einheiten an. Over. Jetzt komm her, was sagst du jetzt nicht nochmal? Hat sonst jemand eine Position? Und der Gott geht überhaupt nicht in die Kurve bei einer hohen Geschwindigkeit. Das ist wie so ein Spinnfall, ne? Ganz andere Wege fahren. Ich hoffe, ich kann mir einfach mal langsam machen. Das ist dumm. Das ist dumm. Oh, heul doch. Ist er weg. Fuck. Ich kann hier nicht runter. Nein. Ich hab wieder mal einen nice Bug hier gefunden. Oder was heißt Bug? Fail einfach. Control, verdächtiges Fahrzeug ist weg. Verstanden. Alle Einheiten, Verfolgung ist scheitern. Ja, oh mein Gott, ich möchte mir jetzt einfach nur mal meinen Schnelleinsatz machen. Wenn ich heute noch zum Abendessen und zum Cola nach Hause komme, ja? Danke. Merci. Merci. Aber das muss ich auch sehen, dass ich nur mit dem Kopf auf das Video schlecht ist. Auf geht's, drei Tage gemacht, die nächste Fahrt, ich hab bestimmt drei Tage gemacht. Ja, ich hab das da getan, ich hab das getan.
was ist da los? Ihr versteckt diese Aufgabe. Ist das okay? Das nächste Versteck oder das nächste Kommando kosten, bla bla bla. Cool. Welche Wolle sehen wir die neue Wagen? Was machen wir denn? Bullenfänger. Der ist einfach geil, der Wagen. Der ist einfach geil. Da kannst du nichts sagen. Zeit, das Netz auszuwerfen. Nee. Undercover. Zeig ihnen, wem die Straße gehört. So, erstmal Wagen aussehen. So muss ich, kann mit dem 3,8 überhaupt nichts anfangen. Höchstgeschwindigkeit 3,7, 3,8. Ja, und wie viel kmh sind das? Weil ich halt bei Aufgabe 1 ins Board war. Ja. Einfach mal einen neuen Kurs fahren. So, dann können wir uns ja mal noch Verfolgungstechnologie reinbollern. Ersten Slot, Blabla Slot, Baba Slot. Akzeptiert. Bindung. Nägel. Slot 2. Ja, nee, wieder Nägel wäre ja blöd. Ne, EMP ist auch gut. Elektrisches Feld, was ist denn das? Das ESF lädt die Fahrzeugkarosserie mit einem starken Energiefeld auf, das Ding mit Betätigung und EMP-Erfassung und Schutz. Zudem als solches bei jedem Objekt, das damit in Berührung kommt. Ja, aber lass mal Schockkrabbe machen. Okay. Schockkrabbe ist Kreis und Nägel ist gut. Dann lassen wir die Garage verlesen. Was müssen wir machen? Diese Aufgaben und Speedlist ab. Neue Cop- und Racer-Events. Try to schalten. Freut mich jetzt schon voll mit Text drauf. Wenn wir das mal machen könnten, dann würde ich mit der Treff freuen. Der ist hier auch noch. Der hat sich gesichert. Oh,
dritten Park. In irgendeinem Gebiet. Wenn ich jetzt hier singe, ey, das will ich mal nicht gleich singen. Ganz bitte mit der Sonnenbrille drin. Juckt denn nicht? Komm schon! Achso, hat's geklappt. Achtung, Verdächtiger fährt mit platten Reifen. Ja, Mann. Man. Achtung, Razor macht keine Ahnung. Die Stockrahme geht noch. Die Stockrahme geht nur nach vorne, okay. Wichtige Erkenntnis. Und ja, kein Ding los. Weil der S. Martin sich auch sehr viel zögern lässt. Automatische Nummernschilderkennung hat Razor identifiziert. An alle in der Nähe. Abfangen. Ah, komm schon. Ich habe jetzt schon wieder über 10 Punkte gebraucht in diesem einen Let's Play. Eine Stunde auf mit 10 Unfälle. Alle 6 Minuten sind Unfälle. Das ist schon wieder so eine Quote, die kann auch nur ich erfüllen. So, lass mich mal. Lass mich atmen, ich bin durch. Lass mich atmen, ich bin durch. Ja, war gewollt, war gewollt. Ja, noch 10 Minuten haben wir. Was nehmen wir denn da? Das Heck eines Porsche GT3 RS höchstwahrscheinlich. Ja, sag ich jetzt mal einfach mal so. Cool. Vorher herangestimmt. Ja, freut sich irgendwie so. Und naja, Wagen verfügbar. Chevrolet, Camaro, ja, aber da, aber da, der ist geil. Harte Bandagen. Ein Beispiel wahrer Macht. Sie müssen. Ein Beispiel wahrer Macht.
Ja, genau. Naja, habe ich doch gesagt. Sie müssen Ihre Lektion lernen. Das 3 Racing ist schon. Ja. Ach, schade, ich glaube, das ist nicht Level. Ja, was soll da jetzt neu sein? Alright, Einstellungen, Karte, Garage. Nö, da ist irgendwie jetzt nicht so. Egal. Und wie kann ich dieses hochleveln? Naja, egal. Wagen ausfallen. Ein Camaro, oder? Bin ich jetzt so dumm. Dodge. Mercedes. Essen. Chevrolet Camaro ZL1. Den wollte ich doch mal haben. Du weißt nicht, was du als nächstes tun sollst. Zieh deine Ziele auf der rechten Seite des Bildschirms an. Also vielleicht merkt man das. Ich bin richtig gut drauf. Ah, okay, der hat keine Dachlichter. Ja klar, ist ja an der Cover. Ja. Oh! Ah, ja, Schadenstunde richtig realistisch. So wie wir es doch alle gerne haben. Hot Pursuit. Starte Patrouillenfahrt auf Eastwood Drive. Wieder schon Rastkollege. Sollte auch mal Hot Pursuit zu Ende bringen. Zentrale, aber in Verdächtigen 1044 auf Eastwood Drive. Nein, das ist okay. Alle Einheiten, verfolge einen 1041 auf Eastwood Drive. Ja, ist super. Könnte ein Code 3 sein. Ich habe noch Vollstechnologien an Bord. Ja, toll, das ist jetzt halt richtig Premium. Control, bin raus aus dem Einsatz. Kehre zur Streife zurück. Und wann soll ich denn jemanden mit Vollstechnologien treffen? Ich brauche eine 11 von 20 vor Ort. Verstanden. Straßensperre formiert sich. Oh, die Straßensperre ist auch noch. Irgendwie ist in jede Ecke im Cop Dan Racer verfolgt. Man ist ja überhaupt nicht mehr. Bam! Jawohl, ich komm und überschlag dich noch mal. Und schön in den Baum gelangt. Bla, Außenbolzen, bla, als Racer kannst du bla, und verstecken und bla. Oh, also, ja, ist okay. Alter, dann muss ich jedes Mal neu kaufen, das Geld. Egal, man, die haben ja Big Fat Money in der Hood, wa? Ein Upgrade als Racer zu verbessern, kann eine Alternative zum Kauf eines neuen Wagens werden. Boah, das ist grell, das ist ein Pagani Huayra sein. Junge Mann wieder. Oh, Flamme hier. Aber der Regen ist immer richtig realistisch. Erstmal die ganzen Pursuits durchschauen. 11 Kilometer. 9,3. Nee, wir nehmen noch 2. Junge Mann, wenn du noch einmal so ein Fehler an mir vorbei, dann gibt er aber einen Strafzettel. Hast du das gehört?
Kopf. Vorfahrt hier. Digga, pass auf, ich hab ohne Schienenplatz. Wenn ihr es nicht kennt, man, Deathrace, müsst ihr euch einfach nicht mehr sehen. Wir brauchen Verstärkung. Mit echt schiefen Autos. Auf Zentrale, ich ziehe aus der Verfolgung ab. Ist besser für alle. Ich wollte noch mit deiner Maschine, dass du überpreist. Drei. Oh. Oh, dann wollte ich nicht. Scheiße. Oh Mann, das hat ihn jetzt nicht gesehen. Jetzt hat er es endlich gemerkt. Einer der Typen entkommt. Hier entkommt keiner. Oh. Ja, tot. So, wie lange haben wir denn? Ui. So, dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Fazit von dem Spiel. Das war ja heute der erste Tag, an dem es rausgekommen ist. Und ich finde, es hat so seine positiven und schlechten Seiten. Positive Seiten, zuerst natürlich, es ist schön gemacht, die Grafik ist relativ gut. Was ist relativ, die ist verdammt geil eigentlich. Und das nahtlose Übergehen halt, womit sie halt auch Werbung gemacht haben, das funktioniert auch wirklich und ich sehe nicht so bla bla und bla blub und so. The Russia V2. Und auf jeden Fall halt auch die Autos sind relativ gut ausgewählt, schön gemacht, schön umgesetzt. Mit den Aufdrücken und alles, das ist schon sehr gut gemacht. Bei den Racern habe ich jetzt leider bis jetzt nur ein Spiel gespielt. Dein Freund und Verfolger. Klar. Ja, wo komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Wir müssen uns unter sie mischen. Ich will hier nicht mehr. Ich will hier nicht mehr rein. Egal, wo war ich denn jetzt? Ach ja, die positiven, negativen Dinge aufgenommen. Ja, wie man hier halt hier sieht, kann man halt nahtlos zwischen den Sachen hin und her wechseln. Jeder hat seine Grenzen. Um sie zu finden. Ja, komm, ich muss auch jetzt noch an. Im Rennen forderst du die Grenzen deiner Angst, deiner Nerven und deines Könnens. Boah, okay, cool. Du setzt dich in eine Maschine, die nur den einzigen Zweck hat, Benzin. Geiler Scheiß. Auf jeden Fall, die negativen Dinge sind, das Schadensmodell ist jetzt nicht so der Burner. Hier fängt es an. Bla, Schnauze. Also, das Schadensmodell ist jetzt nicht so der Burner. Und ja, die Crashes sind manchmal auch relativ unrealistisch gemacht, aber damit hatten die Frostbeat schon immer seine Probleme. Vielleicht bringen sie noch ein Patch raus, wo das alles besser wird. Aber wissen kann man es nicht. Ja, und.
dann würde ich sagen, dann war es jetzt erstmal hier von Need for Speed Rivals. Abonniert mich, wenn ihr das nicht den nächsten Part verpassen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Also dann, auf Wiedersehen.